Und damit ein Ayo, was ihr von daher kommt, statt für euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Zelda Ocarina of Ich nehme mir das Leben. Das letzte Mal sind wir in der Wüste stehen geblieben. Ich habe jetzt noch mal ganz kurz wiederholt, da waren wir ja sowieso kurz vorm spirituellen Tempel, beziehungsweise Wüstentempel, Spiritstempel waren, sind. Jetzt sind wir sozusagen angekommen und das hier, meine Freunde, ist in dem Prinzip. Das hier ist ja im Prinzip, kann man sagen. Okay, da komme ich, glaube ich, nur als Mini-Link durch. Ist sozusagen das letzte Level. Beziehungsweise der letzte Dungeon. Du Hurensohn, stirb mal. Aua, das tut weh. Ich habe jetzt beide besiegt, was jetzt? Was willst du jetzt gesehen? Ah, ich muss wieder ein Baby werden. Na super, Digga. Ja, ganz toll. Warte kurz, dann nehme ich mir kurz die Pfeife. Wenn ich jetzt hier rausgehe. Genau. Ist jetzt hier der die Madame. The Master Sword is a ship with which you can upstream and downstream at a time. Alles klar. Genau. Okay, gut. Okay. Na gut, lass mich spielen. Damit komme ich sozusagen in diesen spirituellen Yarak-Tempel, wo wir jetzt gerade sind, wieder rein. Und ich brauche aber erstmal ein Dingens, beziehungsweise ich muss mich ja erstmal in ein Kind zurückverwandeln. Wenn man das so sieht, glaube ich. Genau, damit ich überhaupt, sage ich mal, durch diese Löcher kann. Weil sonst könnte es ein bisschen schwierig aussehen. Okay, warte, ich nehme mir auf jeden Fall erstmal mein Astro-Kabel, Digga. So, der Desert Colossus, jetzt bin ich. Wo bin ich denn jetzt angekommen, Digga? Warte, lass mich ganz kurz mein Headset anschließen. So. Weil mein Astro ist fast leer. Okay, jetzt. Okay, ich bin jetzt wieder hier. Ich müsste jetzt, glaube ich, du Hurensohn. Missgestellt. Genau. Warte. So. Zurück in den Tempel des Lichtes. Weil ich mich nämlich dort verdingen muss. Genau. Ich muss ja wieder ein Kind werden, sozusagen. Damit ich das Level, glaube ich, überhaupt bestreiten kann. So, dann droppen wir das Messer wieder darin. Wir sehen uns ja das Schwert. Oh, ich habe heute mal meine NES Classic Mini angeschlossen. Beziehungsweise ich habe auch meine PlayStation 1 Classic Mini und so. Habe ich ja auch alles im Prinzip Oh,
angemacht. Und ich habe heute zum Beispiel das allererste Super Mario, also dieses auf dem NES, das Original Mario, habe ich durchgespielt. Erste Mal. Und es war schon echt wild. So. Genau, wir wollen zum Desert Colossus, Yamaniac. Damit wir dort dann im Prinzip überhaupt ja weiterfahren können. Ich wollte gerade sagen, Bruder, hä, wo zum Teufel? Kann doch nicht wahrstellen. Aber könnt ihr euch bitte von meinen Eiern verpissen? Dankeschön. Ja, Menjex. Richtige Schwänze, okay, dann mal hier ein bisschen Herzen für die Seele. So, weil jetzt kann ich zum Beispiel. Hallo! Wer bist denn du? I haven't seen you around, kid. What do you want? To see the temple looking for the sages? There's no place for kids. Was willst du jetzt? I don't know anyone like that. Boah, Bruder, willst du mich jetzt echt rollen, Digga? Verpiss dich. You have nothing to do. What a good timing. Can you do me a favor, kid? I want to ask you first, you would happen. Warte, was antwortet der Bruder? Okay. Aha. Lass mich durch, bitte. Aha, ja, komm, quatsch nicht so viel. Boah, die labert ohne Ende, oder? What kind of name is that? Well, anyway, I want to ask you a favor. Is the silver gauntlet? If you equip, then you can easily push and pull every heavy things. The silver gauntlet won't fit a little kid like you if you try to equip them. I want you to be a good boy. Give them to me. Ah, ich muss wahrscheinlich das Ding nehmen, dann muss ich wieder zurück zum Dingens. Mich wieder alt machen, damit ich dann. Okay, verstehe. Ei, bitte. Ja. Bitte quatsch mal keine Frikadelle ans Knie, Mann. Die labert schon wieder so viel, das ist unfassbar. Ei, do something great for me. Ja, hoffentlich bietet mir die kein Blowjob. Hoffentlich bietet die kein Blowjob einem 10-Jährigen an, Alter. Das wäre nicht so wild. Jetzt bin ich hier. Oh mein Gott. Das hat geschmerzt. Lasse mich hier durch. Hier ist ein Schloss. Ist natürlich nicht so wild. Ist natürlich gar nicht wild. Da müssen wir warten, bis wir das Dingens kriegen. Ich glaube.
hässlichen Ratten, Junge. Oh nee, bitte nicht. Ja, das meine ich. Ja, mein Schild ist gone, super. Geile Kacke. Komm. Okay, will beides ist kaputt. Ah, da ist noch ein Fledermaus. Ja, genau, das habe ich gemeint. Aua, scheiße. Das habe ich gemeint. Kann ich das trotzdem als Kind usen? Ja, kann ich. Let's go! Link der Power Ranger. Warte, ich glaube draußen, oder? Kann das sein? Oh nein, Bruder. Ey, ich hab kein Schild mehr, Digga. Was unfair ohne Schild. Ey, das ist unfair ohne Schild, Mann. Komm. Boah, das ist so unfair ohne Schild. Das ist so unfair ohne Schild, oh mein Gott. Boah, der geht doch nicht sterben, ne? Der geht halt auch nicht sterben, oder? Jetzt geht er sterben. Du mieser Hurensohn. Jetzt brauche ich die Schleuder oder sowas, keine Ahnung. Nice. Geil. Was soll ich denn machen? Was ist jetzt geplant hier? Ja, ich war schon richtig scheiße, Mann. Ich war schon richtig. Ich hätte aber das den Boomerang gegen die Brücke werfen sollen. Ja, die Frage ist halt, woher will ich das wissen? Okay, warte, da. Das bringt mir gerade gar nichts. Ich gehe nochmal raus und wieder rein. Ich brauche mehr Herzen, Bruder. Ich brauche mehr Herzen. Was Schlimmste ist, dass ich absolut kein Schild mehr habe. Das fuckt mich jetzt am meisten ab. Fuck you, du Hurensohn. Schön gut. Okay, es passt schon. Okay, die Alte ist immer noch da. Komm. Enter the prison. Man, fuck you. Boah, der zieht so viel ab, oder?
Der zieht so viel ab, oder jetzt? Schlag doch! Mann! So, warte. Warte kurz, was hat er gemacht? Hä? Ach so. Okay, ich weiß wie. Geh mal weg. Warte mal kurz. Oh, boah, das Vieh regt mich auf. Meine Fresse, Mann. Junge, nervt mich nicht. Oder? Kann ich das Ding irgendwie töten? Geht es? Yes. Junge, reg mich das auf, das Fiedige. Ja, komm. Oder wie soll ich das machen? Jetzt. Ja, geht doch. Super, nichts drin. Jawohl, wenigstens ein scheiß Schild, Digga. Ich weiß! Nerv mich nicht, ich bin nicht dämlich. Gottes Willen. Nein, bist du behindert, du Stück Scheiße? Fall doch nicht darunter! Mann, was ist denn das? Ja, super. Ey, die Steuerung ist so kacke. Gott. Oder was soll ich denn jetzt machen? Warte, Mann. Fucking Walkthrough, Digga. Was willst du? Okay, er sagt es doch gleich. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht wieder, Digga, dumm. Oh mein Gott, Digga, stell dir vor. Was? Watch for the Shadow of Monsters? Schon gut, warte. Ich versuch mal was. Ah, stimmt, der kleine Schlüssel für die eine Dungeon-Tür. Ah.
Wo ist oben? Boah, du dummer Hurensohn. Er könnte mir den Sack lutschen. Ja, feg dich! Geht weg. So, warte. Da haben wir wenigstens die Scheiße fertig. Jetzt gehe ich mal hier durch. Und wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Ich habe vielleicht 5 Minuten von Dungeon gesehen oder so. Die Dungeons sind an sich jetzt nicht wirklich lange, aber... Man failt halt oft, das ist das Problem. Also wenn man es nicht kennt. Zum Beispiel den hier. Okay, der hat ein paar Nüsse. Lass mich hoch hier. Aber ich muss aber erstmal auf jeden Fall, oder? Den Geist trinken. Der gibt mir noch 3 Dinger, willst du mich rollen? Was ist das für eine Verarsche? Du Wahnsinn. Ja gut, wenigstens 3, Bruder. Jawohl, da ist irgendwas aufgegangen. Braucht keiner. So, warte kurz, bevor ich hier dumm rum eier und nichts passiert. Warte kurz. Okay, warte, es gibt einen Geheimeingang. Ich muss den gerade da. Richtig. Bombchu. Bombachu. So, dann kann ich jetzt hier nämlich das auswählen. Genau. Richtig. Das Gesicht der Sonne, Digga. Fies, so ein Kelb. Jetzt bin ich hier irgendwo gelandet. Okay, das ist... Gut, dann... Nein. Ach, ich hasse dieses... Kackscheiß, Digga. Warte. Okay, runter einfach. Einfach hier runter. Ach, sei doch nicht so geizig, Digga. Ja, super. Gib mal hier ein bisschen was. Ich glaube, das müssen wir gleich anzünden. Wenn ich mich nicht irre. Sieht auf jeden Fall so aus.
Da würde ich sagen. Das Feuer. Genau. Okay. Es ist wild. Man steht auf der Box. Ah, cool, eine Dungeon-Karte. Super, Digga. Und wo ist dieses Dungeon-Objekt? Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, ich weiß. Am Mannheim. Oh. Gut, was trinken. So. Oh ja, Baby. Wo ist der Dingens? Was ist das hier? Aha. Ach, verstehe, ich muss den Maniac. Genau. Damit die Tür offen ist. Nämlich hier links, glaube ich. Jawohl. Oh nee, Bruder. Warte, ich probiere mal was. Kann ich hier hoch? Ne. Aber das Feuer auf der... Ne, bleibt auch nicht gut. Brauche es nicht zu verschwenden. Lass mich hier mal die Dinger sammeln. Warte mal kurz. Vielleicht. Ficken. Ficken mit Zwicken, Alter. Nee, das geht auch so. Jawohl, ja. Ja, geh hoch. Scheiße, Bruder. Alter, wo haben sie mich erwischt? Fuck you. Warte, bevor ich irgendwas Falsches mache, lusche ich lieber. Okay, ich muss eine Bombe nehmen. Doch hoch, Digga. Ja, richtig. Schwanz. Gut, jetzt. Okay, ich muss das Teil einfach in die Sonne schieben. Meine Fresse, Mann!
Jawoll. Jetzt zieh, Junge, die Scheiße hier. Du fette Mist. Gestellt, Junge. Wunderbar. Mache deine Augen auf. Lasse mich und renn hier. Jawohl, aber die Tür ist ja zu. Also bringt uns noch nichts. Ja, super. Jetzt die Pisse geht aber nicht, oder? Oder doch? Nee. Nee, nee, nee. Geht nicht. Warte, was jetzt? Aha. Nochmal zurück, nochmal zurück. Klappt das? Wenn nicht, habe ich Scheiß gefressen. Das klappt, glaube ich, nicht, oder? Ne. Scheiße, Bruder. Warte mal, was hat er denn gemacht? Ach so, ich geistesgebehinderter, Digga. Kein Wunder, Mann. Stimmt, ich habe ganz vergessen, dass das ging. Mann, diese verfickte Wichse. Och, du dummer Hurensohn. Jetzt. Ach, ich will die Bombe haben. Ja, super. Ach, Digga, es ist so dreckig behindert, Mann. So eine schwule Scheiße. Verfickte Kacke Nummer. Mann. Dreck. Dreck. Kacke, Scheiße, Shit, sehe ich schon, alles von vorne. Ja, das meine ich, das raubt halt so viel Zeit, Digga. Es raubt so viel Zeit. Ich weiß. Jetzt muss ich halt wieder dahin. Das sind halt alles solche Zeitfresser. Dass halt alles so doppelt so lange gehen muss, wie gewohnt eigentlich. Ich würde es gerne schnell machen, das geht nicht. Es ist immer, ich brauche immer genau doppelt so lange. Das ist schon behindert. In der Folge machen wir den Dungeon auf jeden Fall safe, nicht fertig. Das ist, ich glaube, klar, wie groß und groß wir. Aber dass wir wenigstens schon mal so ein bisschen was gemacht haben. So, warte. Dass wir das so machen. Ja, Halleluja.
Ach guck, jetzt muss ich... Das war jetzt muss ich hier wieder... Genau, dass die Kacke wieder funktioniert. Damit ich hier durch kann. Dann muss ich zum Beispiel das wieder da runterschieben, also runterstoßen. Dass ich da wieder, weiß ich, man, das ist halt so viel Lack. Arbeit für nix. Nee. Oh, Mann. Oh, ich hab keinen Bock mehr, Digga. Junge, hallo. Ah, fuck. So. Geh hoch. Boah, Junge, ich bin was abgezogen jetzt, scheiße. Egal, Hauptsache wir haben einen scheiß Schlüssel. Okay. Mann, diese Dreckskacke. Ich hasse dieses verfickte Dreckscheiß. So ein Dreck, die Kacke, Mann. So. Also jetzt muss ich sagen, ist der Dungeon ja deutlich angenehmer, Digga, als jetzt. Also bis jetzt. Als der Schattentempel zum Beispiel. Ich fand den Schattentempel deutlich ekliger. Ist sozusagen auch der letzte Tempel, also nach dem ist ist ja der letzte. Verpiss dich bitte, danke. So. Nice, bitte zwei Herzen. Boah, nee, Bruder. Wen willst du verarschen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht, Bruder. Oh, bitte nicht, Bruder. Oh mein Gott. Oh, ich muss es usen. Oder der nimmt wie seine... Holy Scheiße. Okay, das bringt gar nichts.
Yes, ich habe ihn gefickt. Boah, Digga, das war... Hätte böse enden können. Ich musste leider... das Lebenselixier usen dafür. Ging aber nicht anders. Okay, surprise to see me. Nothing to you, is it? How mysterious. Even I thought that the tales of a boy who could travel back and forth are a legend. Fire is an adult. Beyond the future of all the people, Hyrule is on your shoulders. Maybe it's not my time anymore. Here's my last advice. Two witches inhabit this temple. Alles klar. Nein. Alter. Begauner mich weiterhin. Wie du möchtest. So, machen wir hier die Kiste auf. Silver Gauntlets. Ah, das sind die Dinge. Okay, geil. So. Won't fit as a kid. Ja, ich weiß. Wir werden jetzt nämlich gleich, denke ich mal, zurück in den Palast müssen oder so. Was ist denn jetzt los? Ah ja, Black Magic. Machst du dich weg, wenn du verstehst? So. Alter. Okay, jetzt glaube ich muss ich wieder zurück in diesen Schwanztempel. Ja. So. Ja, Tempel der Zeit bitte. Als erstes, was ich holen werde. Ich glaube, da mache ich erstmal einen Schnitt. Erste, was ich holen muss. Was geht ab? Ey, was geht ab, Wuff? Ist ein Dings, Bruder. Heilung unbedingt. Medicine Shop closed until morning. Ja, mein Jack, Alter. Warte, da muss ich kurz. Guck mal, da luscht einer von oben. Kurz raus hier, oder? Ich hab ja Dings, Bruder, aber ich würde gern. Wie kann ich jetzt hier? Warte, weil es dunkel ist. Kann ich mich irgendwo ganz kurz anders hin teleportieren? A, hoch, links, rechts, links, rechts.
Reimer, gehen wir mal kurz in die Lost Woods. Weil, oh, geil. Jetzt bin ich hier, Bruder. Oh, der Soundtrack. Oh, warte, das war falsch, aber. Das war falsch. Sansong. Die rechts runter, hoch, rechts runter, hoch. Rechts runter, hoch, rechts runter, hoch. Was passiert jetzt? Ah, jetzt ist es morgen, okay. Ah, ne, sorry, falsch. Ich glaube, jetzt müsste Tag sein, glaube ich. Wäre aber schon wild, wenn es jetzt Tag wäre. Ja, Tempel der Zeit, bitte. Bitte sei Tag, oder? Ja, es ist Tag. Wilde Kacke. Ich glaube, ich mache das jetzt ab jetzt immer, Digga. Das hätte ich eigentlich schon vorher machen müssen, Bro. Das hätte ich, glaube ich, deutlich einfach gemacht. Einfach, wenn ich weiß, dass ich ein... Bosskampf habe, Bro. Einfach hier so... rote Pisse nehmen. So, kann ich das nochmal kaufen? Yes. Weil ich habe ja eh zwei Dingens. Also zwei Behälter. Kann ich noch einen dritten kaufen? Ne. Okay, wild, Digga. Habe ich wenigstens zwei geholt, dass ich. Digga, allein zwei von denen, das ist so wichtig, Bruder. Ja, gut, ich gehe sowieso. Dingen zum Schieb mir hintenrum was rein, auf nur Weises. Aber die Atmosphäre von dem Spiel ist schon schön. Das muss ich echt im Spiel lassen, Digga. Die Atmosphäre ist schon mega geil. So. Soll ich die Folge gleich mal rendern lassen? Dann werde ich vielleicht nachher. Was haben wir eigentlich heute? Heute ist der 12. Aber welcher Tag, Bruder? Ist heute Donnerstag? Ja, heute ist Donnerstag. Morgen ist schon Freitag, Digga. Scheiße, Mann. So, warte kurz. Jetzt hier wieder. Die dass ich wieder zurück in den Spirit Shit komme hier. So, wunderbar. Da komme ich aber auch direkt die Hand schon. Wild. Wild, wild, wild. Nice. Dann würde ich sagen, speichern wir mal hier ab. Weil wir sind eigentlich gut gerüstet. Für den Endboss und so. Dann würde ich sagen, wir machen hier mal einen Cut, Jungs. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Zelda Ocarina of Time. Bis dann, checkt die Mädels und fischt die Zwiebeln. Und haut rein.